Das Coronavirus hat Deutschland erreicht und einen jungen Mann in Bayern infiziert, der Kontakt zu einer Chinesin hatte. Die Patienten sterben quasi allein. Da sind wir als Fremde, die den Patienten in seinen letzten Atemzügen begleiten. Wir werden in der politischen Debatte und auch in der medialen Debatte nach dieser Corona-Lage alle miteinander viel verzeihen müssen. 26 Wochen Lockdown, 269 Tage Homeoffice-Pflicht, 5 Corona-Wellen, 5 besorgniserregende Varianten, Alpha, Beta, Gamma, Delta und Omikron. Und allein 2020 ist unsere Lebenserwartung um knapp 3,5 Monate gesunken. Und das Schlimmste, mehr als 139.000 Menschen sind an oder mit Corona gestorben. Das ist die Bilanz aus 2,5 Jahren Corona-Pandemie. Eine ziemlich bittere. Auch weil eine Menge Fehler gemacht wurden. Und deswegen fragen wir uns heute, was hat die Politik daraus gelernt? Ich bin Aminata Belli, willkommen bei Kontext. Wir liefern tiefe Zusammenhänge und graben Fundstücke aus dem ZDF-Archiv aus. Corona. Was hat die Politik gelernt? Um das zu beantworten, schauen wir uns in dieser Folge 3 Punkte an, bei denen ziemlich viel schiefgelaufen ist. Nämlich Masken, Gesundheitssystem und politische Kommunikation. Erster Punkt, Masken. Mit diesem Produkt wurden Millionen verdient. Umstrittene Maskengeschäfte und zahlreiche Affären um Unionsabgeordnete haben für ordentlich Wirbel gesorgt. In der Affäre um die Beschaffung von Schutzmasken zieht sich der CDU-Abgeordnete Nicolas Löbel aus der Politik zurück. Das ist ein Schlag ins Gesicht aller über 500.000 Parteimitglieder von CDU und CSU, wenn sich hier Einzelne versuchen, an der Pandemie zu bereichern. Der ebenfalls verdächtige CSU-Politiker Georg Nüßlein ist bisher nur aus der Fraktion ausgetreten. Hier ging es um Provisionen in Millionenhöhe und massive private Bereicherung auf Kosten der SteuerzahlerInnen. Und das alles während einer globalen Ausnahmesituation. Nicht nur einige PolitikerInnen, auch private UnternehmerInnen haben davon profitiert. Erst kürzlich entzauberte Jan Böhmermann für das ZDF Finn Kliemann, einen der bekanntesten Influencer Deutschlands. 100.000 falsche Masken sind vollzählig hier. Logistik klappt. Dann her damit bitte. Aber so moralisch verwerflich diese Maskendeals waren, die Grundlage dafür hat die Politik selbst gelegt. Der Vorrat an medizinischen Masken im Frühjahr 2020 war zu knapp. Die Not war ziemlich groß. Es waren ja Wildwestzeiten. Sie sind teuer und sie sind knapp und wir müssen ziemlich archaische Methoden verwenden, um irgendwie diese Knappheit damit umzugehen. Lieferengpässe, leergefegte Lager und dramatische Preissteigerungen lieferten einen fruchtbaren Boden für krumme Geschäfte. Dabei hätte der Staat den Mangel voraussehen können. Aus Risikoanalysen war der Regierung bereits bekannt, dass es im Falle einer Pandemie zu Engpässen kommen könnte. Laut nationaler Pandemiepläne lag die Verantwortung für die Bevorratung zwar bei den Krankenhäusern und Pflegeheimen. Um dieser Pflicht nachkommen zu können, hätten sie aber rechtzeitig gewarnt werden müssen. Da habe ich gesagt, okay, das wird kritisch. Daraufhin habe ich am 5. Februar dem Herrn Spahn, dem Gesundheitsminister, einen Brief geschrieben und habe ihn gebeten, diese Lage zu überprüfen. Natürlich, wie war die Antwort? Die Antwort war gar keine. Erst Mitte März 2020 schaltet sich das Gesundheitsministerium endlich ein, um die Versorgungslücke zu schließen. Und diese Lernkurve hat aber nur leider Menschenleben gekostet. Und das ist schlimm. Da müssen wir noch eine Menge lernen. Und was hat die Politik daraus gelernt? Die Ursachen für den Maskennotstand waren mangelnde Vorräte sowie die Abhängigkeit von ausländischen Importen. Deswegen baut der Bund die sogenannte Nationale Reserve Gesundheitsschutz auf und will die Vorräte aufstocken. Das Importproblem sollte durch eigene deutsche Produktionskapazitäten gelöst werden. Der Maskenverband Deutschland beklagt allerdings, dass die Behörden aus Kostengründen trotzdem noch in China bestellen, statt hier produzieren zu lassen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Die angespannte Lage des deutschen Gesundheitssystems. Es handelt sich ja um eine Atemwegserkrankung. Damit können wir grundsätzlich umgehen im Gesundheitswesen. Aber zu viel auf einmal, das ist natürlich dann das Problem. Zu viel auf einmal hat ja meistens etwas mit guter Planung zu tun. Wir hatten aber zu wenig. Nicht an Betten oder Sauerstoff, sondern vor allen Dingen an Personal. Es ist immer alle Arbeiten am Limit. Wir haben hier viele dramatische Fälle gesehen, wo der Ehemann und die Ehefrau quasi innerhalb von ein paar Wochen nebeneinander verstorben sind. Es ist auch wirklich langsam, auch für uns nicht mehr, oder auch so mit unserem ethischen Verständnis und unserer körperlichen Belastbarkeit vereinbar. Das ist einer der wenigen guten Tage, wo kein Patient gestorben ist. Die Betten bleiben halt nicht kalt. Dabei ist der Mangel an Pflegekräften kein neues Problem.
Wir kennen das Problem seit langem. In vielen Krankenhäusern besteht ein akuter Pflegenotstand. Quarantänebestimmungen und krankheitsbedingte Ausfälle haben die Situation während der Pandemie zusätzlich verschärft. Aber hat die Politik daraus gelernt? Wie man es nimmt. Bis Ende des Jahres soll endlich der Pflegebonus ausgezahlt werden. Und im September tritt das, Achtung, Bürokratendeutsch, Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz in Kraft. Das Wort Ungetüm soll den Pflegeberuf attraktiver machen. Durch tarifliche Entlohnung und eine Personaluntergrenze in der Intensivmedizin. Das Problem? Im Moment fehlen in Deutschland 8.000 Intensivpflegekräfte. Und im Schnitt dauert es 21 Wochen, um eine solche Stelle zu besetzen. Der Personalmangel in der Pflege bleibt also auf jeden Fall Thema. Wenn ihr mehr dazu sehen wollt, klickt hier auf die Infokarte. Da haben wir auch eine ganze Kontextfolge nur zum Thema Pflegenotstand verlinkt. Dritter Punkt, die widersprüchliche Kommunikation der Politik. Was für eine eigenartige Aktion war zum Beispiel das hier? Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst. Und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung. Der Osterlockdown, der dann doch nicht kam, oder die Schnelltests, die sich verspäteten, ein ständiges Hin und Her, das für viel Misstrauen gesorgt und die Frage aufgeworfen hat, ob die Politik eigentlich weiß, was sie tut. Im Februar diesen Jahres äußerten rund 41% der Befragten in einer Forsa-Umfrage, dass sie wenig oder sehr wenig Vertrauen in das Handeln der Regierung während der Corona-Pandemie haben. Wie ist es bei euch? Habt ihr noch Vertrauen in die Corona-Politik? Schreibt es mir in die Kommentare. Krassestes Beispiel, die Kommunikation rund um Impfen und Impfstoffe. Für wen und wann, welcher Impfstoff, wie häufig, mit Pflicht oder ohne, die Antworten auf diese Fragen veränderten sich ständig. Aufgrund einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts setzt die Bundesregierung die Corona-Impfung mit AstraZeneca vorsorglich aus. Und dann, nur einen Tag später? Das festgestellte Risiko einer sehr seltenen Hirnvenenthrombose wird weiterhin als geringer angesehen als die Folgen, die Nichtimpfen hat. Dann war der Impfstoff von AstraZeneca plötzlich für alle da. Dass also unabhängig von Alter oder Vorerkrankung jeder, der mit AstraZeneca geimpft werden möchte, auch geimpft werden kann. Aber der BioNTech-Impfstoff wurde aufgespart. Das hätten wir klarer noch kommunizieren müssen. Aber wir haben eben mit Moderna eine gute, genauso wirksame Alternative. Also die entscheidende Botschaft ist, Impfstoff ist genug da. Und bei den Altersvorgaben hat sich andauernd etwas geändert. Die Covid-19-Vakzine AstraZeneca für Personen im Alter über 60 Jahre zu verwenden. Menschen unter 30 sollen künftig nur noch mit dem Impfstoff von BioNTech-Pfizer gegen Corona geimpft werden. Ein Ergebnis dieses ganzen Chaos, die Impfquote liegt immer noch unter 80%. Und die Frage, wie viele Impfungen man eigentlich braucht, um vollständig geschützt zu sein, ist auch nicht beantwortet. Viele haben diesbezüglich auf den jetzigen Gesundheitsminister Karl Lauterbach gesetzt. Schließlich hatte der sich zu Beginn der Pandemie auch durch seine klaren Analysen hervorgetan. Also dynamisch bedeutet, also dass wir also am Anfang der Epidemie stehen, dass wir deutlich mehr Fälle erwarten müssen. Das war, bevor er Minister wurde. Denn leider hat auch Lauterbach in seiner bisher kurzen Amtszeit Entscheidungen wieder zurücknehmen müssen. Sogar am selben Tag. Also diesen Punkt, also dass die Infizierten, dass die sich, sagen wir mal, selbst isolieren und nicht mehr durch das Gesundheitsamt aufgefordert werden, den werde ich wieder einkassieren. Und dann war da noch seine Warnung vor der Killer-Variante. Daraufhin wurde ihm der Vorwurf gemacht, Panik und Corona-Hysterie zu schüren. Ja, der Begriff also war vielleicht nicht optimal gewählt, aber er hat es ja zugespitzt. Nicht optimal? So könnte man auch die Kommunikation während der Corona-Krise bezeichnen. Wohlwollend ausgedrückt. Anders gesagt, die alte Bundesregierung hat einen Scherbenhaufen hinterlassen, die neue noch mehr Scherben draufgelegt. Dabei hat alles damit angefangen. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Angela Merkel mit ihrer Ansprache 4 Tage vor dem ersten Lockdown. Und was hat die Politik seitdem gelernt? Nach dem, was wir uns angeschaut haben, zu wenig und zu spät. Beispiel Masken. Wahrscheinlich werden wir bis zur möglichen nächsten Welle im Herbst genügend davon haben. Aber ob wir die dann noch brauchen,
weiß niemand. Denn vorher brauchen wir erst einmal ein neues Infektionsschutzgesetz. Das läuft ja am 23.09. aus. Und dann wird die Frage erneut zu diskutieren sein. Also ob zum Beispiel Maskentragen in den Innenräumen wieder verpflichtend wird. Und Teile der FDP signalisieren schon jetzt, dass es diesmal mit ihnen schwieriger werden könnte. Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass im Ernstfall politisch wieder nicht schnell genug reagiert werden kann. Und das passt ins Bild. Im Pflegebereich wird nur an den ganz kleinen Schräubchen gedreht, statt an den großen Stellschrauben. Und in Sachen Kommunikation mangelt es nach wie vor an Klarheit und Stringenz. Dass die politisch Verantwortlichen kaum aus den eigenen Fehlern gelernt haben, darunter leiden im Zweifelsfall wieder diejenigen am meisten, die diese Krise eh schon besonders schwer getroffen hat. Familien, Alte, Kinder und RisikopatientInnen. Manchmal ist das Gefühl, als wenn die Decke auf mich fällt. Und da braucht man irgendjemanden. Und ich habe ja niemanden irgendwie. Die Angst, dass es mit Corona so weitergeht, dass man halt auf sich alleine gestellt ist. Und ich merke das auch bei meinen Freunden. Denen geht es auch mit der Situation echt nicht so gut. Es ist halt einfach schwierig für alle. Ich denke, dass viele Menschen das einfach gar nicht so nachempfinden können, wie sich diese Angst anfühlt, wenn es tatsächlich definitiv um Leben und Tod geht. Ich habe so viel im Leben mit dir gemacht, aber dies ist bald das Schlimmste. Die Einsamkeit. Bah, schlimm ist das für so eine alte Oma. Wenn ihr noch andere Gesichter der Pandemie sehen wollt, schaut euch die ganze Doku in der ZDF-Mediathek an. Wenn ihr euch weiter mit dem Thema Impfen beschäftigen wollt, klickt hier auf das Video von unseren KollegInnen von 13 Fragen. Lust auf noch mehr Kontext? Hier geht es um unsere Rente. Und natürlich nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke läuten.